Du machst TikTok. Ich downloade mir doch kein Witz. Mr. Moneyball, aka Little Young, aka MBZ Pineapple the Fruit Dude. In 22, ich hab nichts getan. Ich hab ihm nichts getan. Ich check das. Was machen die da? Ist gar nicht witzig. Ich lösch gleich wieder. Ja, ist ja das für Kinder. Ich bin 22. Spitzenküche ist eine Frage des Alters. Unsere heutigen Talente stellen sich einem ganz besonderen Motto. Was sieht das aus? Ich hab mich schon auf den Tisch. Du wirklich nur die Schäne aufwickeln. Eine große Herausforderung, die selbst ihre Eltern sprachlos macht. Wer wird es diesmal schaffen und die Jury überzeugen? Den kleinen Feinspitz in Haubenkoch und... Herzlich willkommen bei Das jüngste Gericht mit dem wohl vielversprechendsten Kandidaten bisher. Emily und Elias stehen beide für Küche auf höchstem Niveau. Elias ist mit seinen 13 Jahren schon ein großer Koch. Dabei bringt der Salzburger genau den richtigen Mix mit. Der Konkurrent Emily ist 12 Jahre alt. Die Oberösterreicherin hat in der Küche den Dreh raus. Und wer weiß, Wiedersehen macht Freude. Nee, was ist das? Nee, was ist das? Boah, mach das weg! Ey, so ein Frosch ist so eklig, Mann! Ey, wann ist das endlich weg? Er soll weggehen! Boah, ey, das muss ja gar nicht sein! Wenn ich ihn mal treffen würde, dann würde ich ihm vielleicht meinen Gram-Account zeigen. Aber er hat meine Fotos auch schon geliked. Ein großes Lob für den 13-Jährigen. Die Titi hat definitiv einen Eindruck bei mir hinterlassen, ja. Noch hat er keine Ahnung, dass Didi Meier in der Jury sitzt und ihn später auch bewerten wird. Genauso wenig wie seine Kontrahentin Emily aus Oberösterreich. Die 12-Jährige ist eine richtige Sportskanone. Wenn sie nicht gerade ein Rad schlägt, stellt sie die Küche auf den Kopf. Ich tue persönlich das Fleisch immer eine, bevor das Öl richtig heiß ist, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, dass das saftiger wird. Sie sucht den ganzen Tag entweder in Kochbüchern im Internet, nach neuen Rezepten, entweder in Kochbüchern im Internet, entweder in Kochbüchern im Internet. So Mango-Sorbet oder Schokoladenküchlein oder Mango-Sorbet mit flüssigen Kern. Und sie sucht sich dann einfach auf einmal, kommt sie her, sie möchte Horseradish-Sauce machen. Ja, sag ich, was ist das, ja? Das geht voll einfach. Ob Emily heute beim jüngsten Gericht leichtes Spiel hat? Sehr gut, Mann. Die beiden kennen weder ihr Motto noch die Jury und sehen deren Videobotschaft nun zum ersten Mal. Ich bin dafür Penny sehr dankbar, dass sie so früh offen haben. Oh, irgendwas zu beißen. Feine Rosinenschnecken, du. Sehr empfehlenswert. Oh, 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 oh. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Oh, das ist voll cool. Ich freue mich voll. Ich kann jetzt viel was ausprobieren. Für die nächsten Sachen. Das ist sehr cool. Ist da etwa jemand sprachlos? Hätte mal lange nicht erwartet. Ja, und um die Jury inklusive Didi zu überzeugen, brauchen auch die besten Gourmetköche Helferleins, Sous-Chefs sozusagen. Emily hat sich ihre beste Freundin Elisa zu Hilfe geholt und Elias seinen besten Freund Elisa. Elias, Dinner für Gourmets, was ist denn dein heutiges Konzept? Also heute habe ich vorbereitet ein Himbeer-Nusstörtchen, Granatapfelsalat mit Polenta-Pommes, Gemüsespieß und Kräuterdip. Und als Dessert habe ich ein Rumsteak auf Vogel. Ich bin schon sehr gespannt. Emily, was hast du für heute vorbereitet? Verwandlung ist eröffnet. Ich habe gleich mal mit Nussteig angefangen. Da war ja Tomate ins Rohr vorgeheizt und die Gelatine eingeweicht. Während die noch das Kind.